Deutschlandfunk Kultur. Chor der Woche. Jede Woche lernen wir an dieser Stelle Chöre aus ganz Deutschland kennen. Einige von ihnen sind ehrgeizig, wollen auf die große Bühne. Andere singen nur, um ihren gemeinsamen Klang zu erleben. Nur, um den gemeinsamen Klang zu erleben. Oder sie singen für die Kirchengemeinde oder ihre Nachbarschaft. Das ist bei unserem heutigen Chor, obwohl Chor kann man jetzt auch nicht mehr sagen, das ist bei unserer heutigen Gruppe anders. Die sagen nämlich von sich, sie sind kein Chor, sie proben auch nicht, aber sie folgen einer langen Sangtradition. Was dahinter steckt, jetzt mehr zu The Sacred Harp aus Bremen. Ich bin Ulrike Tietjen und ich singe Sacred Harp in Bremen. Und ich bin Harald Grundner und wir beiden haben diese Gruppe gegründet. Sacred Harp ist eine Gesangstradition, die im 19. Jahrhundert in den USA aufgekommen ist. Es gibt inzwischen Sacred Harp-Gruppen in England und Irland natürlich. Es gibt, glaube ich, noch eine Gruppe in Polen, die war jedenfalls lange aktiv. In Frankreich, in Holland und in Deutschland gibt es inzwischen auch, ich glaube, 4 Gruppen. Wir bezeichnen uns nicht als Chor, wir sind eine Gesangsgruppe. Wir sind gewissermaßen Repräsentanten einer Musik, die rund um den Globus auf etwa die gleiche Art gesungen wird. Und von einem Chor unterscheidet uns, dass wir keinen Leiter haben, keine Auftritte und keine Proben, sondern einfach nur zusammenkommen und miteinander singen. Sacred Harp, nun, da sagt die Legende, es sei ein Begriff für die menschliche Stimme. Das glaube ich nicht so recht, das halte ich für einen Mythos. Letztlich sind das Folktunes, Volksmusik aus England, Irland, die in USA dann mit christlich-religiösen Texten versehen wurde. In der Hoffnung, sie würde in Kirchen gesungen, was dann aber nicht stattfand. Man sang sie weiterhin außerhalb der Kirchen. Die Idee ist aus den USA sozusagen übergeschwappt in andere Länder und wird eben von einer sehr kleinen Minderheit von Menschen dann auch in Europa gesungen. Man muss wohl auf eine bestimmte Art merkwürdig sein, um diese Musik zu mögen. Es ist wohl ein bisschen wie mit schottischem Whisky. Man mag es oder man mag es nicht. Auch wenn die Sacred Harp Musik sehr rau ist, geht es immer auch um einen schönen Klang. Ich glaube, der Begriff der Schönheit ist bei uns ein anderer. Aber es geht schon sehr darum, dass es für unsere Ohren gut klingt. Es geht nicht um ein undifferenziertes Gebrüll, sondern wir suchen schon in dem Gesang herauszuarbeiten, was da klanglich möglich ist an dieser Musik. Also es ist wirklich ein bisschen wie eine Skulptur, die sehr roh behauen belassen wird. Bei uns wird an einem Abend kein Lied zweimal gesungen. Wir proben nicht, wir üben nichts ein, wir feilen nicht am Klang. Jemand aus der Runde ruft ein Lied auf und das wird dann gesungen. Und manchmal geht das auch daneben. Dann lassen wir es eine Woche liegen und singen es dann später nochmal und dann klappt das meistens. Auch in dieser Hinsicht sind wir kein Chor. Psalm 30 ist ein Stück, das eine kleine Gruppe, ein Splitter unserer regulären Gesangsgruppe gesungen hat an einem anderen Ort, wo wir mal mit der speziellen Akustik spielen wollten. Der Ort, an dem wir das Stück gesungen haben, ist der Wasserturm in Varel, der eine wunderbare Akustik hat für kleine Gruppen, die singen. Und es ist eines von vielen Stücken, das wir dort gesungen haben. Es wird nicht geprobt und nichts vorbereitet. Interessante Art, zusammen zu singen. Ulrike Tietjen und Harald Grundner über The Sacred Harp aus Bremen. Und in der deutschen Sacred Harp-Szene scheint man sich untereinander zu kennen, denn vor kurzem hat sich auch die Sacred Harp aus Köln bei uns beworben.